Moin zusammen, hier ist euer Henri, wir sind zurück in den Wäldern Galliens. Ein weiteres Scharmützel, was hier auf uns wartet. Ja, die Gallier, die sind ein ganz schön kriegerisches Völkchen irgendwie und haben hier so mit uns Römern in ihren Gebieten, da haben sie irgendwie so gar keine Lust drauf. Wir sind zuletzt wirklich in viele Kämpfe hier verwickelt worden, jetzt schon wieder. Eigentlich waren es zwei gallische Stämme, die miteinander beschäftigt waren, die sich irgendwie gegenseitig nicht ganz grün war. Aber der Hass auf unsere Römer scheint sie zu vereinen und jetzt stehen wir ihnen gegenüber. Und naja, ihr seht ja auch, also seht ihr sie? Die sind ganz schön gut auch getarnt in ihrer bräunlichen Kleidung hier in ihren Wäldern, aber das sind ganz schön viele. Wir müssen jetzt so viele ausschalten, damit die sich hier verstreuen. 13 Stück insgesamt und ich bin mal gespannt. Also ich bin mit unserer Aufstellung. Es gibt halt so viele Möglichkeiten, von wo die angreifen können. Ich glaube, gut wäre es, die hier möglichst schnell auszuschalten, damit es dann eigentlich nur noch diese beiden Pfade hier so gibt, die wir dann irgendwie verteidigen können. Weil so finde ich, dass hier unten Sinnoros und Deianeira irgendwie relativ exponiert sind. Aber ich möchte jetzt ehrlicherweise auch niemand Drittes hier noch abziehen. Wobei, wenn unsere beiden Bogenschützen in diese Richtung gehen, vielleicht geht das doch. Vielleicht können wir uns das doch erlauben. Ich meine, hier haben wir in Anführungszeichen nur vier. Und unsere Bogenschützen sind ja beide wirklich stark unterwegs. Na ja, komm, wir machen das noch als letztes. Wir nehmen uns nochmal Camilla und setzen sie nochmal hier unten mit hin. Okay, aber dann beginnen wir auf jeden Fall unsere. Oh, was heißt unsere Runde? Wir beginnen den Kampf. Und wir dürfen glücklicherweise auch zuerst. Und jetzt sprach ich gerade davon, unsere Bogenschützen vielleicht in diese Richtung. Hier haben wir auch eine Bogenschützin. Ich glaube, die kriegen wir aber ganz gut runter. Hier haben wir einen mit Schild. Und ich würde ganz gerne bei Liberalis mal wieder, wir gehen mal ein kleines Stück vor, hier sein Adlerauge einsetzen, weil der ist, glaube ich, kein großes Problem für Caeso. Also eine Scharfsinnigkeit. Dass er mal hier auf den mit Schild gehen kann. Ja, der kann das einfach komplett ignorieren. Es ist einfach auch besser als für Caeso, dass er das Schild erst runterbringen muss. 13, das war schon mal nicht schlecht. Dann kann er sich auch ein kleines Stück hier wieder zurückziehen. Und dann kommt die gute Julia. Und die macht mit so einem verkrüppelnden Schuss, geht auf den hier vorne. Das ist ja dann schon fast safe. Ah, und der ist sogar vergiftet. Sehr schön. Ja, wir gehen hier rauf. Der blutet sogar. Okay, sehr schön. Dann zieht auch sie sich hier ein Stück zurück, dass wir nicht so exponiert sind. Und dann schnappen wir uns Caeso, der dann hier vorgeht. Moment, der trifft zwei, ne? Der nur ein. Weil er wird seine Aktion wiederherstellen. Dann können wir uns hier hinstellen und dann brauchen wir einen Angriff, der zwei bringt. Die Frage ist, ob es der sein muss. Durchbohrenden Schaden. Ja, der ist ganz gut. Na gut, gegen den bringt es jetzt nichts. Das bringt dann das Schild runter. Gegen den wäre es besser. Aber müssen wir mal schauen. Ich überlege gerade, wovon wir mehr brauchen können. Na komm, wir können auch mal mit der Kopfnuss ausschalten. Okay, das war eine etwas intensivere Kopfnuss. Jetzt hat er allerdings keine Bewegungspunkte mehr. Das ist natürlich unschön. Wenn wir uns jetzt bewegen. Dann können wir diesen Aktionspunkt nicht mehr nutzen. Ja, dann machen wir uns hier bereit. Das passt dann schon. Okay, dann machen wir hier unten weiter. Hier haben wir die Bogenschützin, die mag keinen Wuchtschaden. Das ist ja auch das Richtige dann für unseren Synoros hier. Der da vielleicht mal anfangen kann. Durchbohrenden Schaden auch nicht wirklich.
14. Ach, das war jetzt andersrum, dass wir. Ja, wir hätten mit ihr den Wuchtschaden machen sollen und dann mit Synoros den durchbohrenden Schaden, aber das passt trotzdem. Reichweite 2 Hexfelder, dann müssen die da nicht so nah ran. Sehr schön, das war auch schon mal ein kritischer Treffer. Ja, ich denke, die hier oben haben wir einen recht langen Weg, ne? Wir gehen tatsächlich erstmal in diese Richtung weiter, würde ich sagen. Und zwar gehen wir da direkt mal voran mit Deianira. Was haben wir denn hier? Hiebschaden wird nicht so gern genommen. Ja, es waren leider auch nur 11. Das wäre noch schön gewesen, wenn wir da vielleicht einen kritischen Treffer gemacht hätten. Okay, dann haben wir unsere Runde schon soweit zusammen. Wir können uns hier aber noch bewegen. Dann packen wir Synoros mal hier mit hin. Der mischt sich ja, der hat ja dieses Einmischen zum Teil, was sehr, sehr schön ist. Wenn jemand hier unseren verbündeten Charakter angreift, dass er dann entsprechend darauf reagiert. Und die gute Camilla setzen wir mal hier hin. Hier haben wir keinen Bogenschützen. Hier unten auch nicht mehr. Hier oben haben wir hier noch eine Bogenschützin, aber die kommt hier nicht durch, ne? Um die da drüben zu treffen, also Liberalis und Julia, müsste die schon irgendwie ziemlich weit laufen. Ich glaube, die sind ganz gut gedeckt. Allerdings denke ich, gehen wir mit Julia vielleicht hier nochmal einen Schritt zurück. Streifschuss brauchen wir nicht. Nee, okay, das passt. Liberalis hat gar keine taktischen Gegenstände mehr. Okay, das müssten wir eigentlich nochmal ändern. Aber jetzt ist immer der Gegner dran. Meine Wunden, ihr seid verschockt. Das ist ja ärgerlich. Dadurch, dass die dem wieder aufhelfen, brauchen wir wieder einen mehr. Wer heute die meisten Helme erbeutet, soll an meinem Langtisch speisen. Ja, okay, die kommen da runter. Uiuiui, der ist sogar ganz schön weit unterwegs. Jetzt hat das mit dem Einmischen irgendwie nicht geklappt von Synoros. Okay, hier mein Anführer. Ich kann ohne Hilfe nicht weiter. Schaut mich an. Euch geht's gut. Nun kämpft. Ja, jetzt machen die da immer mehr. Der Feind ist hier. Sie sind gekommen, um eure Frauen zu nehmen und eure Kinder zu versklaven. Ah ja, sehr gut. Nur ein Streiftreffer bei Ceso. Ja, da rücken einige vor. Unbewaffnet abgeschüttelt. Oh, sehr gut. Offensichtlich war sie unbewaffnet. Das war unschön. Gut, dann schauen wir als erstes nochmal hier. Nimm uns nochmal Liberales. Damit würde ich gerne. Aber der hat nur noch eins, ne? Das ist Verschwendung. Das macht nicht mehr Sinn, den anzugreifen. In der nächsten Runde ist er durch das Gift ohnehin tot. Dann machen wir eher diesen Hieb hier. Ja, wobei das hier nur 73% ausmacht. Aber es ist noch eine Aktion wiederhergestellt. Das ist schön. Dann können wir uns nämlich um den hier noch kümmern, der jetzt blutet. Ja, aber das sind gar nicht mal so dolle Angriffe hier. Und zurückstoßen können wir ihn auch nicht. Dann sollten wir ihn vielleicht niederschlagen. Oh, wenn wir Glück haben, reicht das sogar. Okay, das waren die 15 Schaden. Sehr schön. Und hier ist nicht weiter wild. Hier bleiben wir einfach stehen. Anfang nächster Runde wird der dann ohnehin vergiftet sein. Dann können unsere Bogenschützen vielleicht hier mit aushelfen. Die sind ja auch noch recht unangenehm. Gehen wir mal mit Julia hier. Wobei, was ich gerade überlege, es könnte auch tatsächlich sinnvoll sein, die am Boden liegenden
auszuschalten, damit die Droiden die nicht immer wieder wiederbeleben. Auf der anderen Seite, die sind dann so schwach. Das ist ehrlicherweise nicht so... nicht so wild. Wir konzentrieren uns erstmal auf die, die auch näher am Kampf sind. Wenn er brennt, dann kann sie sich wieder zurückziehen. Und Liberales macht das hier zu Ende. Damit war das mit dem Feuer auch nicht so wichtig, aber das kann man halt nicht ändern. Sie hat da keine anderen Angriffe. So, dann schauen wir mal, wer ist denn hier am unangenehmsten? Die hat auch nur ein Leben. Die noch anzugreifen, macht eigentlich auch keinen Sinn. Können wir hier über zwei Hexfelder hier angreifen, ohne einen Gelegenheitsangriff auszulösen? Offensichtlich. Allerdings sind das nur 70%. Der scheint gegen... ja, gegen... Hiebschaden ist das, was er am wenigsten ab kann. Allerdings kommen wir leider jetzt hier nicht mit Hiebschaden ran. Ja, müssen wir ein bisschen Glück haben. Oder macht es Sinn, die auszuschalten und dann mit Deianeira sich hier ran zu bewegen? Also die brauchen wir nicht angreifen. Vielleicht ist das hier tatsächlich sinniger, dass wir uns auf die konzentrieren. Die mag keinen durchbohrenden Schaden. Hätten wir hier doch auch im Angebot. Okay, da muss er... raus. Das hier würde aber funktionieren. Ich rede die ganze Zeit von Deianeira. Das ist natürlich Camilla. Und das ist natürlich auch dann wiederum was anderes. Camilla hat doch auch einen Angriff über zwei Hexfelder. Ja, aber sicher ist er auch nicht. Mach weiter so! Wir können sie schlagen! Oh wow, okay, das war sogar kritisch mit 26. Das war sehr gut. Dafür, dass wir nur 70% Wahrscheinlichkeit hatten. Dann machen wir jetzt hier aber den durchbohrenden Schaden. Haben wir hier nochmal... ne, hier haben wir leider... ja... okay, hat aber funktioniert. Sehr gut. Na, ja, dann wird jetzt hier der Dicke demnächst hier dran sein. Die Frage, können wir noch was tun? Müssen wir noch was tun? Mit den taktischen Gegenständen bin ich einfach ein bisschen vorsichtig jetzt, die nicht zu verschwenden. Auf der anderen Seite hier sein Schild kaputt zu machen. 8 Schild. Ich glaube, dann erleidet er auch einen Schildbruch. Das ist kein... ja, ich glaube, hier auf den schon mal das Schild kaputt zu machen, ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Dafür sollten wir es mal verwenden. Also 3 hat dazu natürlich trotzdem noch übrig, aber es wird nicht mehr regeneriert. So, Ceso wird hier die nächste Runde frei werden. Deianeira muss hier standhalten. Okay, das passt. Wir beenden unsere Runde. Ah, sehr schön, genau, da war das Einmischen. Erhebt euch im Namen von Taranis! Ja, 0 Schaden, sehr gut. Oh, 7, das ist allerdings schon mal kritischer. Und der Gegner hat 7 geheilt, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch nicht schön. Oh. Möge der Wille des Tutatis euch beleben! Der Droide da im Hintergrund, der ist wirklich unangenehm. Ah, gepiesackt jetzt der Nähere, das ist unangenehm. Seht nur, wie sie sich hinter ihren Schilden verstecken! Erbärmlich! Ihr seid auf meinen Köder hereingefallen.
OP sagt bei Deianira heißt ja, dass sie auch 50% weniger Schaden macht. Ah, habe sie jetzt wieder abgeschüttelt. Sehr gut. Aber sie ist schon bei 3 runter. Das ist unangenehm und ist hier wirklich den starken Gegnern gegenüber. Allerdings hat der auch kein Schild mehr. Gut, dann müssen wir mit Sinnoh mal anfangen. Und müssen sie hier heilen. Oh, schaut mal, wie viel Leben das auch zurückbringt. Das ist gut. Ich brauche Hilfe! Ja, der Nera, die sollst du kriegen. Es ist schon in Ordnung. Ihr werdet es überleben. 25 geheilt, okay. Sehr geil. Okay. Ich würde allerdings sagen, wir fangen hier oben an. Hier sind wir bei 11. Hast du etwas? Trifft mehrere Ziele. Wird keine, nicht mehrere Ziele erreichen. Aber auf jeden Fall ist das dann weg. Und der trifft ja beides mit vollem Schaden, ne? Ach, scheiße. Ach, das war jetzt Mist. Ich dachte, der macht genauso seinen Schwung rum wie sonst auch. Ja, jetzt bleibt er hier stehen. Das war in der Tat unnötig. Das war unnötig. Hiebschaden mag der nicht. Jemand mit Hieb haben wir nicht wirklich hier oben. Ich überlege gerade, wie wir unsere Bogenschütze am besten einsetzen. In diese Richtung oder auf den hier. Eigentlich ist es egal, welches, was wir hier einsetzen. Wirkt geschwächt auf Gegner. Das ist allerdings nicht schlecht. Oh, sehr gut. Das hat die 15 Schaden wiedergebracht. Okay, damit war das hier an der Stelle die richtige Entscheidung. Und dann sollten wir auf den konzentrieren, der erstmal kein Schild mehr hat hier. Und tatsächlich mag der Hiebschaden auch am wenigsten. Das sind 10 Schaden gewesen. Und dann kann Sinnoh sich hier nochmal mit einmischen aus dem Hintergrund. Wirkt entdeckt. Ist ja dann gut für Fernkampf, ne? Entdeckt heißt, Fernkampfangriffe gegen das Ziel richten vollen Schaden, egal auf welche Distanz. Das ist eigentlich auch gut, den dann vielleicht hier nochmal im Fernkampf auszuschalten. Wenn wir da rankommen, müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt erstmal nicht so die beste Chance, ehrlich gesagt. Ja, das war auch mal nur ein Streiftreffer. Müssen wir mal akzeptieren, wir hatten da bisher mit der Nera ehrlicherweise schon genug Glück. Die bleibt aber erstmal stehen, um das hier so ein bisschen nach hinten abzudecken. Und jetzt ist die Frage, ob wir mit Liberalis... Wie sieht das mit denen hier oben aus? Ja, die haben noch einen etwas weiteren Weg. Ob wir mit ihm... Wir müssten... Hier können wir den nicht treffen. Hier. Wir müssten mit Liberalis bis hierhin, um auf den schießen zu können. Hier vorne reicht nicht mehr nachvollziehbarerweise. Dann gehen wir mit ihm hier rüber. Diese eigentlich schöne Position da oben für Bogenschützen verlassen. Wie viel hat er noch? 17. Wird er ihn damit... Er wird ihn nicht sicher ausschalten, ne? Dann wäre es schon gut, wenn er bluten würde. Falls es nicht... Also, mein Verständnis wäre jetzt, wenn er ihn voll trifft, dann macht er auf jeden Fall die 16%, weil er hier entdeckt ist. Wobei ich das jetzt hier bei seinen Statuseffekten gar nicht mehr sehe. Okay, wir probieren es einfach trotzdem aus. Ja, es war nur ein Streiftreffer und hat damit leider nicht mehr, nicht mal hier zu diesem Peak gepiesert geführt. Okay, die sind nicht ganz ohne. Jetzt müssen wir leider diesen, in Anführungszeichen, Fehler hier ausbügeln, den wir mit Caeso gemacht haben. Aber den sollten wir, glaube ich, wegkriegen. Ja, das ist easy. Damit können wir mit Caeso hier mal rangehen an die Bogenschützin. Und dann kann Julia hier nochmal
auch aus dem Hintergrund arbeiten. Hätte auch nochmal den im Blick. Ja, aber das wäre schon interessanter hier. 14 Schaden. Sehr gut, dann ziehen wir uns hier noch ein kleines Stück zurück. Ein bisschen aus der Sicht. Und dann haben wir erstmal alles gemacht, was wir machen können, meiner Ansicht nach. Das Bewachen braucht sie jetzt nicht. Okay, dann beenden wir unsere Runde. Wieder hat sich sie noch was eingemischt. Sehr gut, war zwar nur ein Streiftreffer, aber besser als nichts. Ja, so langsam formiert sich das Schlachtfeld da aber. Oh, Kinder der Erde! Kommt mir zu Hilfe! Drückt diesen Verband auf eure Wunde! Wer sich in diese Richtung bewegt, stirbt! Bei Jesus! Fast Mut! Ah, ihr wolltet sich da rausbewegen, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen ans Leben kommen. Jetzt wäre es natürlich auch irgendwie ein guter Punkt für einen taktischen Gegenstand. Also irgendwie was Brennbares oder so etwas. Deianira hätte da was, aber wenn sie das einsetzen würde, dann würde sie da einen Angriff provozieren. Okay, den sollten wir jetzt aber mal relativ easy hier hinkriegen. Und er hat auch kein Schild mehr. 10 mit... Boah. Hatte ich was von easy gesagt? Fangen wir mit 10 so hier an. Dieser Angriff ist irgendwie gar nicht mehr so gut. Dieser Ausfall. Den müssen wir vielleicht mal ersetzen. Schaden. Okay. Hm. Das ist fast ein bisschen Perlen vor die Säue, das hier noch zu beenden. Dann ist die Aktion immer wieder hergestellt und wir können uns vielleicht mal um diesen Droiden hier kümmern. Durchbohrenden Schaden mag der auch nicht, das ist schön. Oh, sehr gut. Das war ja mal ein Volltreffer. Allerdings hier noch dieser andere Droide, der Anführer. Ah, die machen aus meiner Sicht jetzt hier nicht so viel Sinn. Wir müssen auch nur noch 3 ausschalten. Also wenn wir uns da fokussieren... Eigentlich ist es der. 1. Das ist der 2. Da können wir schon mal Vorarbeit leisten mit Liberalis. Na, so ist ja noch viel besser. Kriegen wir jetzt den hier getroffen? Dann wäre das eigentlich der 2. Ja, aber es wäre viel besser, wenn er den hier hinten angreift. 100% hat er da auch. Dann ist das nämlich der 2. Genau, und dann langsam und gleichmäßig, Leute! Dann ist er der Letzte. Okay, Aktion wiederhergestellt. Das nehmen wir mit. Der ist jetzt. Ah, das gibt einen Gegenangriff. Dann nehmen wir das hier. Ja, das waren 5 Schaden. Und dann kann. Ja, es ist jetzt nicht so prall von hier hinten. Aber. Ich kann nicht mehr kämpfen. Sehr gut. Meine Frau braucht mich. Ich glaube, es war hier mit den Pieler gar nicht so schlecht. Die haben uns ganz gut was gebracht. Puh, das war aber durchaus mal wieder ein Kampf hier. Jetzt müssen wir noch ein bisschen sammeln.
Eine kleine Geldbörse. Keltischer Dolch. Ah, Anleitung, Rüstung des Centurios. Allerdings nur in, was ist das Grüne? Ich glaube, guter Qualität. Nehmen wir trotzdem mit. Anleitung für Stürmer. Ein bisschen Mittagessen. Segmentata Stufe 3, auch sehr schön. Dann flitzen wir einmal hier hin. Keltisches Kettenhemd. Da oben haben wir auch noch eine Truhe. Nahrung, Münzen. Sehr gut, dann gehen wir mal hier oben zur Truhe hoch. Ja, wer möchte? Niemand? Makellose Rüstung eines Gladiators Stufe 2. Ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, brauchen wir fast auch nicht. Schauen wir hier nochmal nach. Und dann haben wir, gucken wir mal hinter uns, ob da noch was ist, aber da ist auch keine Truhe oder sonst was. Dann schauen wir hier nochmal als letztes nach, was es hier denn noch gibt. Ein keltischen Dornenhelm. Okay, auch den nehmen wir mit. Gut. Jo, dann haben wir diesen Kampf hier wieder erfolgreich bestreiten können und können uns dann endlich in der nächsten Folge dann übermorgen wieder auf der Karte um die Befriedung hier der Region kümmern und dann werden wir mit unserer Legion weiter nach Westen ziehen und dem, naja, jetzt hätte ich fast gesagt, dem Ruf von Loco folgen, aber er hat uns ja zu sich gerufen, aber wir werden auf dem Weg hier weitere Sektoren befrieden, wie wir es nennen. Nun gut, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.